Und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Hookers, zusammen mit Fancy und den Rest. Hallo! Den Rest? Ich war jetzt gerade gemobbt, das war irgendwo da. Der wird so gemobbt, der arme junge Mensch. Nein, das ist ja alles in Ordnung. Glaub mir, ich hab K6, die sind viel schlimmer. Der Jüngele. Ja, noch bist du ja die Bauhure, ne? Stimmt doch gar nicht, ich bin doch gerade mein eigenes Haus. Fancy, du brauchst nicht zufällig gerade Eichenholz. Weißt du, was ich asozial fand? Direkt. Aber wenn du was übrig hast, dann immer her damit. Weißt du, was ich richtig asozial fand? Was denn? Die Bauhure von Debitor. Das war ja die Bauschlampe. Ja, aber die war richtig, das war richtig asozial. Ich meine, das war ein Fan. Und der Idiot hat's echt danach gemacht. Ja. Ja. Würdest du auch. Aber guck mal, wo es ihn jetzt hingeführt hat. Wer ist das denn? Castcrafter. Echt? Ja. Das war Castcraft. Okay, das stimmt. Dann hat er... Ja. Aber trotzdem, ey, ich würde es nicht machen. Das ist echt so krass unterwürfig. Ich würde es ja. auch machen. Ich würde es auch machen, das wäre eine Chance, ne? Ihr würdet es machen, okay. Erstmal wie so eine Muschi die Beine breit machen und so und dann. Also nachher die Beine zu, der Müll abziehen. Genau, und wenn der Debitor dann eingedrungen ist. Der arme Peter. Ja. Dann tut's auch gar nicht mehr so also weh. Also Peter an dieser Stelle, es tut mir leid für diese Leute. Ma. Ja, mir auch, für mich selber, irgendwie. So. Du lügst. Stimmt. Nein, immer optimistisch. Schick ich ihm direkt nachher eine Privatnachricht. Nein! Aber gut, die liest er eh nicht. Ja, doch. Nicht mehr. Skype? Nein. Nein, liest er nicht. Der hat kein Skype mehr. Das sagst du. Hat er gerade gelöscht. Ja, jetzt gerade in diesem Moment. Genau. Instant. Warum ist er online? Ist er nicht. Ist der Hacker, ne? Genau. Ein Fake-Profil. Hey, ihr müsst wissen, Aldo hat so ein paar Connections. Der Deal hat mit Gras und so zu. Und dann hat er halt so ein paar Nummern. Fick dich. Nein, er hat jetzt alles erarbeitet. Er hat Simsalabim gemacht. Und vom Tellerwäscher zum Promi. Genau. Naja. Fancy, ich brauch dein Rad. Oh Gott. Fahrrad? Ja. Okay. Was willst du mit meinem Fahrrad? Du musst mir helfen. Oh nein. Wart, ich komm gleich. Ach Mann! Was, wo brauchst du denn mein Rad? Vielleicht kann ich dir so schon von dir aus helfen. In meiner Bude, nein, das musst du sehen. Ach, du willst ja bloß mich zu dir nach Hause kriegen. Ja. So. Oh, was läuft denn da? Mich abfüllen und einfach nur benutzen. Ja. Wie so eine geile... Wir haben letztens so ein Mathelehrer, der ist halt ein bisschen behindert. Und dann haben wir... Nein, der ist wirklich behindert. Der ist wirklich dumm. Lüg nicht. Er ist dumm wie Scheiße. Oh. Und dann haben wir uns die ganze Zeit über den lustig gemacht, so wie man es jetzt macht in der 8. Klasse, total kindisch und so. Und dann kamen wir dann auf die Idee, dass der auch betrunken sein könnte. Und dann meinte ich so, ja, mit was will ich betrinken? Mit Kinderpunsch? Und dann meinte einer so, der ist bestimmt auf Kinderpunsch entzogen. Alter, das ist so unlustig. Die ganze Stunde darüber. Ja. Ja, aus die ganze Stunde darüber gelacht. Aber wie gesagt, 8. Klasse halt, ne? Ja, spar mir dazu jetzt ja mal jegliche Kommentare. Aber, liebe Zuschauer, schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch euren Kommentar dazu nicht sparen könnt. Wenn ich jetzt nochmal Kommentar sage, dann drehe ich hier auch durch. Das war jetzt ein sehr dummer Kommentar, den du zu dieser Geschichte beigetragen hast, Fancy. Dafür kriegst du jetzt ein Minus in meiner Sternmappe. Oh nein. Krieg ich einen Eintrag in mein Mutti-Heft? Mutti-Heft? Ja. Was ist denn ein Mutti-Heft? Kennst du nicht? Oh Gott. Die Jugend heute. Ja, na schlimm. Die weiß nicht mehr, was. Okay, Jugendwort jetzt nicht. Wir nennen das schon voll modern Timer, ja. Der Timer. Das ist der Timer, da schreibt man seine ganzen Sachen rein. Und das ist ganz einfach, du schreibst einfach irgendeine krackelige Schrift dahin und die erkennen das einfach nicht. Achso, ja. Manche Lehrer kennen doch nicht die Unterschrift von meinen Eltern, als ob die sich 30 Uhr merken würden. Nein, Mutti-Heft war ja nicht das Hausaufgabenheft, sondern das Mutti-Heft halt. Das war ein kleines Heft,
was nur dafür da war, dass deine Lehrer dir eine Nachricht an deine Lehrer dort reinschreiben. Und wenn deine Eltern die gelesen hatten, mussten sie die unterschreiben und so. Musst du das oft machen? Ich hatte schon den einen oder anderen Eintrag, ja. Meistens auch in dickroter Schrift. Also war Fenster unartig mit seinem Fukuhida. Mann. Ah ja, das Bild wurde eingeblendet. Am Arsch. Also da wurde es hoffentlich nicht eingeblendet. Doch. Alter. Ich hab's gerade über OBS eingebunden, weißt du? Oh Gott. Ob wir ja voll so auf so eine Taste auf Beinen, dass wenn du die drückst, nicht das Bild kommt. Das geht. Ja, und dann machst Nein, du. Nein, das du geht so, nicht. Jedes Mal, wenn so ein voller unlustiger Witz kommt, machst du dieses Bild rein. Ey. Ey, fand's fancy. Nein. Doch. Nein. Ich muss dich gerade beherrschen. Mobb mich nicht. Oh. Nur weil ich schwarz Guck mal, fancy. Bin. Ich hab was gesagt, was ist richtig peinlich wäre. Ich hab was vorgeschlagen, es wurde direkt denied. Und jetzt bist du da. Was dabei. Ist denn daran peinlich, als so ein Bild? Von 1812 von mir. 1812? Mit so einer von 2008, ja, bleib aktuell. Ist so. Ja, 1812 war ich jetzt noch nicht so auf der Welt. Ich meine, warte, du bist jetzt 25, ne? Na, böse Zungen behaupten das, ja. Obwohl, ist es überhaupt erlaubt, das zu sagen? Ja, klar. So. Und dann, wenn man jetzt so 2008 zurückrechnet, das heißt, das war vor 6 Jahren. Mit anderen Worten, warst du 21. Ja. Da hast du solche haben. Der alte Sack. Gut kombiniert, Dr. Watson. Komm, du bist auch nicht viel jünger. Ich bin 22. Nein! Ach. Gott. Ich bin so ein straffer 14. Ja, das glaube ich dir jetzt nicht. Warum das? Warum? Schon 13. Also voll oft, bei uns ruft immer so ein Typ an, der will so eine Umfrage mit meinem Vater machen und dann, also beziehungsweise nicht immer derselbe, aber von derselben Agentur, und der will so eine Umfrage mit meinem Vater machen und sagt, der ist nicht zu Hause. Und dann sagen die immer, ich bin doch da. Und dann sind sie schon voll, hab ich gesagt, nein, ich bin 40. Wo bleibst du, Fancy? Was? Wo bleibst du? Ach ja, ich sollte ja. Hast du was zu essen für mich? Ja. Das wäre awesome, ich hab nämlich nichts mehr. Ist egal, Hauptsache Essen. Oh, voll behindert aus. Hier, kick mal. Guck mal, was? Guck mal, hier. Ja, ihr habt die Hosen voll. Hier sind drei frei. Und dann kommt Säule, ne? Also wieder drei frei. Und dann kommt wieder Säule. Ist das dann okay, wenn ich dann eine zweite Säule mache? Hier? Ja, direkt so wegen Tür und so, weißt du? Warum? Wie? Wegen Tür. Wie meinst du das? Ja, weil, guck, 1, 2, 3, dann wäre hier eine Säule. Und da ist ja die Tür. Ja. Und dann wäre 1, 2, 3, also hier die nächste Säule, aber das sieht dann doof aus. Ja, mach das. Also soll ich es so lassen? Da musst du aber eine eigentlich eine Dreifachtür reinmachen. Ja, aber das ist oder, zu groß. Oder machst du oder du versetzt den Eingang einen nach rechts, was nicht mal schlimm wäre. Meinst du? Ja. Boah. Aber auf der anderen Seite wäre das schlimm. Warte. Nö, nicht unbedingt. Geht noch. Aber meine Kisten. Ja, das geht ja noch. Wenn du es nur um einen versetzt hast, ja noch genug Platz. Meinst du? Ja. Ich find's aber halt, alles möglich. Ich finde es aber ein bisschen schade. Vor allem ist natürlich die Länge perfekt eigentlich. Und hier, wie mache ich das hier, Fancy? Du kriegst du läufst an dir vorbei, du kriegst einfach einen weg. Einfach so. Du kriegst einfach einen weg. Ich brauch dich, Fancy. Was denn? Ja, komm zu mir. Ma. Ich komm nicht weiter mit meinem Turm, wa? Boah, ey. 50 Folgen, dann haben wir ja gerade mal eine Etage. Habt ihr echt 50 Folgen schon verballert? Nö, ich glaube, es sind knapp 50. Und erst bei über 100. Meinst du so? Aber dann muss ich hier das Ding umbauen, ne? Ja, den musst du dann umbauen. Du hast die Bücher eingesammelt. Was? Du hast die Bücher eingesammelt. Nein! Hier. Das Ding kannst du auch wieder haben. Und das. So. Gut, dann mach weiter, ich mach jetzt meinen Turm, weil wir haben nämlich nur noch knapp 5 Minuten. Toll, alles deine Schuld. Und da will ich schon mal ein bisschen productive sein. Da kommt's weit.
So. Dann ist hier die Kante, hier ist die nächste Kante. Das heißt, ich muss hier oben drauf jetzt irgendwie. Verdammt. So. Und dann kommt hier, dann muss ich hier das Dach ein bisschen wegrupfen. So sieht mein Haus schick aus. Aus. Ist das fucking awesome. Hm. So, was sagt denn dein Türmchen? Türmchen ist noch ein bisschen. Keine Leiter, nichts. Kommt auch keine Leiter rein. Warum? Weil ich das nicht möchte. Warum? Ah, Zombie-Attack! Nicht auf meinem Turm. Mäuschen. 1, 2, 3. Achso, und dann kommt hier die dann miteinander. Das heißt, das hier kommt weg. Na, na, kriegen wir schon hin irgendwie da. Ich wollte nicht wissen, wie ich manchmal gucke, wenn ihr redet. Wie guckst du denn manchmal, wenn wir reden? Achso, du bist das. Wer soll das sonst sein? Na, ich wurde eben von einem Zombie attackt. Ja, das kommt davon. Ja, wovon? Vom Bauen. Achso. Mal. Ja, ja, so. Critical mit Holz in der Hand. Yeah. Ja. Was hast du gemacht? Null Schaden? Weiß ich nicht. Lern mal alle Viecher zu töten. Was? Ach ja, ich habe euch übergelassen, ne? Ja. Nicht gut, das hört sich grässlich an in meinem Ohr. Was? Was wohl? Diese Zombie-Geräusche. Nein, ich hab nicht mal. Ich will noch höher bauen. So. Erde. Und wenn er euch jetzt so fragt, hä, warum machen die ganz diese YouTuber wie Grapple und so nach mit dieser Stimme? Man muss ja wissen, also die meisten denken echt so, dass man das macht, aber als wenn ein Kind war und dauernd so solche Stimmen verstellt, oder? Hm? Habt ihr das nicht gemacht, so Stimmen verstellen und sowas? Nee, ich verstelle nie meine Stimme. Genau. Ja. Mein Name ist Werner. Das ist meine Naturstimme. Mein Name ist Werner, ich komme aus Köln und ich gehe jeden Abend auf hotmilfs.com und da callen wir da ein. Okay. Okay, das wollte jetzt keiner wissen. Too much information. Nein! Ich denke, ins. Oh. Ist gestorben? Herzinfarkt. Nein, schlimmer. Was denn? Creeper auf dem Dach. Creeper on the roof. Es gibt's Creeper ja on the roof. Du Creeper kleine Scheißhure. Du wolltest das so. On the roof. Creeper on the roof. So, mach mal Tag bitte. Creeper on the roof. Creeper on the roof. Alle, sollen wir alle schlafen gehen hier? Ich vergessen, was ich machen wollte. Shit. Ja, komm, ab ins Bett. Ach, genau. Ja. Also muss ich erstmal ein Dach reparieren. Bin im Bett. Bin auch im Bett. Bin auch gleich im Bett. Das Mikrofon. Es leuchtet. Raus aus meinem Bett. Aua! Mann! Warum bist du hier, Skelett? Bist du des Wahnsinns? Nein! Nein, was ist das? Happy Bam, Happy Bam, Happy Bam. Ab ins Bett mit euch. Ich hab ihm noch einen mitgegeben. Boah, halbes Herz. Close, man. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ah, warte, das ist scheiße. Das Bett war jetzt geh ins Bett, damit wir auch die Folge beenden können. Uah, los! No, ich will nämlich auch schlafen in Real Life. Ne, eigentlich nicht, ich will nur Abendbrot essen. Geht ins Bett! Ich bin im Bett. Aha. Ach, oh! Awesome. Achso, jetzt will ich aber erstmal mein Dach reparieren. Boah, jetzt sieht mein Haus so schick aus. Und dann können wir die Folge reparieren, möchte ich gerade sagen, beenden. So. Und so. Halleluja, oder meine Mondschau. Dun, dun, dun.
Mann, ey. Diese scheiß Creeper, echt, wer hat die erfunden? Das wird ein Schwein werden. Not Spaß. Was? Not Spaß. Gleich verprügeln. Gleich verprügeln. Das sollte eigentlich eine Textur von dem Schwein werden. Aber die sah so abstrakt aus, dass er die dann noch abstrakter als die sowieso schon mal gemacht hat. Daraus ein Monster. Only for you. Ja gut, das ändert ja nichts daran, dass der Creeper aussieht wie ein wandelnder Penis. Ist doch so. Ja, yeah, it's a living penis. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich gerade mal keine Vergiftung bekommen, dann müsste ich zwei essen, habe ich wieder eine Vergiftung. Na toll. So. Ich habe jetzt schon fast einen ganzen Stack Rotten Flesh weggefressen. Warum denn? Was denn so? Ja, ich fress die ganze Rotten Flesh. Naja, ich ernähre mich hier gesund von Äpfel. Äpfel. Das ist von McDonald's, Rattenflash. Hey, hey Apple. Apple. Slashtag. Hey Apple. Apfelringe. Was? Apfelringe. Kennst du nicht? Apfelringe. Nee, kennt er nicht. Ich kenne Apfelringe nicht, nein. Ey, du hast nein, die besten Sachen. Worüber wir gerade reden, nicht jetzt über das Produkt Apfelringe. Nee, das kenne ich ja, klar, aber. Sondern aus, nee, wo waren Zitat, das DSDS? Ja, DSDS. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Apfelringe! Ja. Ich gucke so eine Schrott echt nicht. Ich auch nicht, aber YouTube. Sowas kennt man. Kennt ihr das mit Dingens? Nein. Mit, Nein. Von DSDS mit, Nein. Nein. Komm, ich kaufe dir die ganze Welt, verrückte Bank, ganz viel Geld. Kennst du das? Nein. Das ist so ein Typ, der kann die Zähne nicht aus. Weil er blöd ist. Und dann. Na gut, ich kannte ja auch Pete nicht, ne? Ich bin ja sowieso voll raus. Der kannte Pete nicht. Wer was für ein Pete? Pete. Und nimm jetzt die Tablette und wir schauen mal. Nein, was hör auf. Wir beenden jetzt die Folge, wir sind bei 17 Minuten. Ach so. Tschüss, Leute. Aber das war doch die Aufnahme-Session, oder? Ja. Ja, das war die Aufnahme-Session. Dann lass doch lieber ein schönes Ende machen. Nein, tschüss. Tschüss. Ein schönes Ende. Tschüss. Ein schönes Ende. Oh nein, ciao. Tschüss. Hey, you can fly higher.